Hi Angel hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Arcos auf der CES in Las Vegas und wir haben hier das Arcos 97B Titanium. Das ist ein Retina-Tablet, so wird es vermarktet. Das Display, das 9,7-Zoll-Display, also genauso wie das iPad, eine Auflösung von 2048x1536 Pixel. Ist ein IPS-Display, kapazitiver Touchscreen natürlich. Und die Auflösung ist tatsächlich ziemlich gut. Man sieht hier wirklich keine Pixel. Ist eben eine hohe Auflösung. Das Display ist mir ein bisschen dunkel. Sonst, aber wie gesagt, die Auflösung ist wirklich gut. Blinkwinkel sind auch in Ordnung. Hier drin haben wir jetzt noch ein 1,6 GHz Dual-Core ROG-Chip-Prozessor zusammen mit der Mali 400 GPU, also der Mali 400 Grafikchip. Dazu gibt es 1 GB Arbeitsspeicher, 8 GB Flash-Speicher. Hier drauf läuft mit Android Jelly Bean 4.1.1 und die Performance ist ganz okay. Wir können jetzt leider nicht viele Apps testen, wir haben kein WLAN und es ist, glaube ich, nur Angry Birds vorinstalliert. Nee, nicht mal das. Der 1,6 GHz ROG-Chip zusammen mit der hohen Auflösung. Jetzt hier läuft es flüssig, wenn man nicht so viel offen hat. Wenn man jetzt aber ein paar Spiele öffnet, da dürfte das schon zu Problemen kommen. Ja, vor allem der Prozessor und die hohe Auflösung. Ich glaube nicht, dass sie ganz so gut zusammenspielen werden. Dafür kostet das Arcos 97B Titanium auch nur $249, 249 Euro. Das ist natürlich ziemlich günstig, sehr viel günstiger als das iPad mit der gleichen Auflösung. Und wie gesagt, ich denke, zum Internet-Browsen, zum Video gucken, dürfte das auch vollkommen okay sein. Aber wenn man jetzt viele Spiele spielen möchte bei der Auflösung und dem Chip, ich denke nicht, dass das ganz so flüssig funktionieren wird. Können wir jetzt leider nicht testen. Gehen wir mal schnell um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Kamera. Auf der Seite haben wir ein Audio, einen Ausgang, ein Mikrofon, dann den Anschluss für das Netzteil, Micro-USB-Anschluss, ein Micro-SD-Kartenslot. Hier haben wir einmal den Power-Button und so eine Wippe für die Lautstärke. Auf den anderen Seiten haben wir leider nichts, ein HDMI-Ausgang fehlt. Wir haben hier eine Kamera und zwei Lautsprecher an der Seite. Das Gehäuse ist komplett aus Plastik, fühlt sich aber besser an als zum Beispiel das Arcos Gamepad. Also ist schon stabil gebaut, ist auch ein bisschen schwer. Naja, wird eben nur 249 Euro kosten. $249 bei der Auflösung ist schon günstig. Wir werden es auf jeden Fall genauer testen müssen, um zu sagen, ob man es jetzt kaufen soll oder nicht. Das muss man ausprobieren, vor allem mit ein paar Spielen. Das ist das Arcos 97B Titanium. Ich bin Angel für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.